Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Outriders und einem kleinen Glitch, so muss man es auf alle Fälle sagen. Wir haben uns ja die letzten Tage ein wenig damit beschäftigt, wie wir legendäres Loot erhalten. Legendäres Loot ist ganz einfach abzugreifen, indem man halt Kopfgeldjagden macht, Tierjagden macht oder Historiker-Missionen. Das sind die drei wiederholbaren Missionen, wovon man jeweils 10 Stück machen muss und am Ende winkt eine legendäre Belohnung. Ich denke mal, ihr habt die Videos gesehen, ansonsten schaut einfach nochmal rein, wo ich das natürlich ein bisschen genauer erkläre. Hier ist das natürlich nicht notwendig. Der Glitch nicht so schlimm in meinen Augen. Wer die Kommentare liest, der weiß sowieso schon, worum es hier geht. Und zwar darum, uns das Ganze ein wenig einfacher zu machen. Wenn euch dieses Video hier gefällt, wenn es hilfreich für euch ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier weiter nichts Neues. Und im Hintergrund seht ihr schon, wie ich hier auf Weltstufe 1, ja, die einzelnen Leute eliminiere. Das heißt, ich habe mich ja also für die Kopfgeldjagden entschieden, habe die wirklich quick und dirty durchgehauen. Also 9 Stück haben wir ganz quick und dirty gemacht, nämlich auf Weltstufe 1. Da braucht man wirklich auf gar nichts aufpassen. Nutzt das, wenn ihr das wirklich macht, nutzt das automatisch auch für eure Auszeichnung. Nutzt Fähigkeiten, Waffen, die ihr sonst nicht benutzt, die ihr vielleicht nur in Schwach, in Grün oder sonst was dabei habt. Das ist natürlich eine Sache, die könnt ihr nebenbei erledigen, um dann die Trophäe zu erlangen, dass ihr Auszeichnungslevel 20 erreicht habt. Das ist mein Hinweis. Man sieht das momentan hier auch gerade, was ich hier equipped habe. Das sind 3 Skills, die ich praktisch nie nutze. Damit habe ich versucht, hier eigentlich praktisch alles zu töten. Relativ selten wirklich mit der Waffe in der Hand. Die habe ich dann erst hier wieder genutzt und meine Standardfähigkeiten auf Weltstufe 11. Denn den letzten müsst ihr auf Weltstufe 11 oder naja, auf eurer höchstmöglichen Weltstufe, höchst schaffbaren Weltstufe machen. Das ist bei mir momentan aktuell 11. Seht ihr, bin ich noch am Leveln dabei. Und wenn ich jetzt ja auf Level 11 abschließe, ist meine legendäre Belohnung auch auf dem entsprechenden Weltstufenlevel. Das ist der kleine Glitch an der Sache, dass wir also 9 Easy Kills haben, 9 Sachen wirklich zeitlich relativ schnell durchmoschen können. Aber hat natürlich auch den kleinen Nachteil, dass ihr zum Beispiel im Weltstufenrang nicht weiter hochsteigt. Also normalerweise würde ich es nicht machen. Ich würde denken, ach scheiße, wenn ich den Kram sowieso mache, lasse ich mich auf 11 machen, damit ich dann auf 12 komme, auf 13 und so weiter und so fort. Das wäre also meine Vorgehensweise. Aber nachdem es in den letzten Tagen so oft schon drin stand in den Kommentaren, dass man halt natürlich 9-mal das Ganze machen kann auf Stufe 1 und dann erst beim letzten Kill umschaltet auf die höchste Weltstufe. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und das betrifft, wie gesagt, natürlich nicht nur hier die Kopfgelder, wie bei mir hier im Video gezeigt, sondern auch die Jagdquests und die Historiker-Missionen ganz genauso. Also genau diese 3 Questreihen, die ihr ewig wiederholen könnt, die sind davon betroffen und können auf die Art und Weise geglitscht werden. Nennen wir es ruhig einfach so und dann habt ihr euer legendäres Loot. Und wenn euch das legendäre Loot auch bisschen am Popo vorbeigeht, weil ihr sowieso später im Endgame ja die ganzen Upgrade-Kosten nicht haben möchtet und es rein nur macht, um ja die Stufe 3 Mod zu erlangen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja beinahe noch wichtiger, die Stufe 3 Mod zu haben. Dann würde ich halt einfach wirklich komplett auf 1 durchmoschen und mir halt nur jedes Mal für die legendäre Belohnung, ja, wird die zerlegen und dann das Mod mir dementsprechend in die Bibliothek einverleiben. Das wäre so meine Vorgehensweise, wenn ich das Ganze denn so machen würde. So, der Locher ist erledigt, das war mein letzter Kill. Nehmt als letztes ruhig irgendeinen Gegner, wo ihr vielleicht vorher schon wisst, ach, der ist relativ easy. Der ist relativ easy, den kriege ich mit links down, auch auf einer hohen Weltenstufe. Hebt euch den einfach als letztes auf. Wo ihr schon wisst, der ist mir beim ersten Durchgang schon aufgefallen, dass der relativ einfach war, dann nehmt dort einfach den als letztes, wo ihr schon vorher wisst, ach Mensch, den packe ich ganz easy peasy. So, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt eben gerade jetzt alle 10 Quests abgeschlossen. Ich mache das immer so, dass ich erst alle abschließe und dann zum Händler gehe, dort dann meine 10 Quests einlöse und mir dann das legendäre Loot reinpfeife. So, rennen wir mal rüber zum Jungen Typen da in der Kneipe. Ich denke mal, die meisten von euch werden bereits wissen, von wem wir hier reden. Der Weg dürfte altbekannt und altbewährt sein für Leute, die natürlich schon bisher die unendlich legendären Items sich schon mal einverleibt haben, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil legendäre Sachen sind einfach schön, die man möchte haben. Es ist on the top und
Vom Level her, wie gesagt, das Titan, es geht einigermaßen vom Upgraden her. So, jetzt gehen wir hier die 10 Dinger ab. Geht auch relativ flott. Da klicken wir uns ganz schnell durch. A, B, A, B. Also abgeben, abbrechen, überspringen, abgeben, überspringen, abgeben, überspringen. Da sind wir fertig und jetzt kommen die Items hier rein. Die sind natürlich auch vom Level her so gering wie die Stufe, wie ihr es gemacht habt. Aber hier die Lucky haben wir erhalten. Das legendäre Loot. Und dann schauen wir rein ins Inventar. Zum Glück eine Pistole, brauchen wir nicht lange rumzusuchen. Nein, da nicht, lieber Goodie, sondern hier. Und da ist er. Und ihr seht, Stufe 38. Also obwohl ich alles im Easy-Peasy-Durchgang gemacht habe, habe ich doch die maximale Belohnung erhalten. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video war für euch interessant. Es hat euch gefallen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Und sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.